Ich lese Stiftung Warentest, Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet. Und im Kapitel Hauthaare bin ich angekommen bei den Wunden. Es geht um die bewerteten Medikamente und Wirkstoffe in alphabetischer Reihenfolge, den Wirkstoffen oder Wirkstoffgruppen nach. Und ich bin angekommen bei Bakterienzubereitung und die ist rot bewertet, wenig geeignet bei Wunden, weil die therapeutische Wirksamkeit nicht ausreichend nachgewiesen ist. Ich lese vor. Bakterienzubereitung. Clostridiopeptidasen sind aus Bakterien gewonnene Enzyme, die Wunden von abgestorbenen Gewebeteilen oder Belegen reinigen sollen. Clostridium Histolyticum Filtrat, die Bewertung rot. Wenig geeignet bei Wunden, weil die therapeutische Wirksamkeit nicht ausreichend nachgewiesen ist. Der erläuternde Text. Dass der beschriebene Wirkmechanismus den Wundheilungsprozess beschleunigt und Komplikationen bei der Wundheilung verhindert, ist nicht ausreichend nachgewiesen. Der Wirkstoff gilt deshalb als wenig geeignet. Wichtig zu wissen: Wenn sich die Haut rötet, brennt, juckt und sich Bläschen bilden, vertragen Sie das Mittel vermutlich nicht. Dann sollten Sie das Mittel absetzen. Haben sich die Hauterscheinungen auch einige Tage danach nicht merklich gebessert, sollten Sie einen Arzt aufsuchen. Es geht weiter mit hautpflegenden Substanzen und die sind grün bewertet, geeignet zur Wundpflege und das ist Zinkoxid und Dexpanthenol. Damit geht es gleich weiter. So.